Frage ist jetzt, wollen wir das Ganze jetzt hier auch noch machen? Warte mal, wir machen das mal anders da. Ne, das muss eine Personaltür bleiben. Wie sollen wir sonst hier reinkommen? Da kommen jetzt ganz viele Leute in die Arrestzelle, würde ich sagen, weil die ja alle was eingesteckt haben. Streichhölzer, Alkohol, eine Spritze, Pillen hat er gefunden. Das, so geht das nicht, ey. Also wenn ich jetzt so ein Gefängniswärter wäre und da hätte eine Schere, ich hätte eine Schere gefunden, hätte ich schon ein ganz anderes Gefühl. Oder ein Messer oder so, oder eine Nadel, also so eine Spritze. Hätte ich schon ein ganz anderes Gefühl. Aber das kann ja nicht sein, dass du einfach hier und so, weißt du? Wir holen uns noch ein paar Gefangene, und zwar 8 Stück an der Zahl. Mischen wir die mal ein bisschen mit den, und dann warten wir einfach mal ab, bis die mal vorbeikommen. So, wir können jetzt ein Thema ansprechen. Das Problem ist einfach, manchmal rede ich ein bisschen monoton. Das ist, ist wahrscheinlich jedem aufgefallen. Es liegt einfach daran, dass ich manchmal ein paar Probleme habe, mit mich mit meiner Laune zu entfalten, weil momentan wohne ich noch hier zu Hause und ich möchte jetzt irgendwann mal nächstes Jahr ausziehen. Und dann, wenn ich ausgezogen bin und so weiter, dann läuft das alles ganz anders ab. Dann blühe ich da auf wie so eine Blume aus dem, oder wie ein Phönix aus der Asche, so ein bisschen. Und das wird dann alles viel, viel besser gehen, glaube ich. Natürlich müssen wir auch noch hier einen rein stationieren, weil da ist ja auch immer ein Auge drin sein. Und in der Küche. Ganz wichtig, in der Küche immer einer. Man weiß ja nie, was die da machen mit dem Messer und so. Dann stechen die jemanden ab oder so, das geht überhaupt nicht. Genau, den Duschraum wollte ich ja auch nach woanders hinbringen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen mehr an Geld kommen. Sicherheitsunterweisung, das kann man noch nicht machen. Drogenabhängigkeit. Kann man mal machen. Für Alkoholiker. Keine Ausrüstung. Was heißt das? Okay, Gruppenraum. Sitzungslänge 2 Stunden, jeder Gefangene benötigt Stuhl, Alkoholsucht. Sitzende Tätigkeit. Wiederholbar einfach. Trainingslehrer. Lehrgang über Taser gesperrt. Ach so. Ach, das ist dann für meine Gefangenen. Also nicht für die Gefangenen, sondern für die. Aber was heißt keine Ausrüstung? Kapiere ich nicht. Eine Gruppentherapie für Alkoholiker. Sie hilft, den Wunsch nach Alkohol zu unterdrücken. Allerdings werden die Gefangenen nie vollständig geheilt werden. Ja, das ist ja klar. So, die warten. Es sind 8 Stück in der Warteschlange. Vielleicht sollten wir ein Grundbildungsprogramm nochmal einstarten. Und die Programme neu aufsetzen. Dann haben wir ein bisschen aufgeteilt, weil das werden dann immer mehr. 16 sind interessiert. 6 in der Warteschlange. Dafür bräuchten wir jetzt noch einen Psychologen in einen Gruppenraum. Wir haben aber leider nur einen, oder? Einen Gruppenraum. Soweit ich sehe, haben wir nur einen Gruppenraum. Oder?
Hier. Gruppenraum. Wir brauchen noch einen. Und zwar brauchen wir da Stühle. Ach, 2 Stunden sind, kommen die Gefangenen endlich, die neuen. Oh Mann, da unten macht man einen Gruppenraum. Den bauen wir jetzt einfach mal aus Ziegel. Machen wir das so. Vielleicht so 1500. Geht mir dafür aus, das reicht eigentlich. Dann noch eine Türe. Ich nehme denn da die große Gefängnistür. Dann noch einen Servomotor. Den bringen wir da auch noch an. Ah, das machen wir erst, wenn hier die Dingens da kommen. Und dann können wir das Ganze verbinden. Die Schaltzentrale funktioniert, das ist schon mal gut. Das ist doch das Lager, oder? Ja, Lager ist das. Draußen haben wir. Ach, draußen haben wir kein Lager, das ist nur hier drin. Ist das Sicherheitsbüro? Da können wir ja eigentlich bald mal Kameras aufstellen. Aber ich glaube, wir brauchen ja keine Kameras, weil wir ja das nicht eingestellt haben mit der Dunkelheit. Gut, wir können noch ein. Ich möchte noch einen stationieren und zwar in dem Bereich hier rein. Der dann so ein bisschen auf und ab geht, sagen wir mal. Dann nehmen wir den weg, dann haben wir eigentlich noch einen, da reicht er dann. Er läuft dann hier einen Gang auf und ab und guckt so, was die Isolationsgefangenen machen, damit die sich nicht töten oder so oder abstechen. Es hat man schon alles. Der hat sich ja hier totgekokst, der eine. Das fand ich gar nicht so geil. Sicherheitsbüro. So, noch 3 Minuten. 2, 1, 0. Und sie sind da, die Gefangenen. Jetzt schließen wir die ganze Scheiße wieder. So. Ja. 3 zu viel. 3 Gefangene zu viel. Die können dann in der Übergangszelle übernachten. Kein Ding und so. Es sind genug Plätze da. Ich hoffe, die kommen auch gut zurecht da. So, die Dusche. Wie machen wir das mit der Dusche? Wir können ja die Sachen klonen. Also muss ich diese Zellen hier oben hin klonen? Dann haben wir da. Ja, das geht sich alles auf, deswegen. Die gehen alle da oben lang, durchs Sicherheitsbüro. Ich glaube, ich mache da jetzt mal was. Ich mache jetzt da extreme Sicherungen. Ja. Nur für Personal. Dann können wir noch was machen. Da unten brauchen wir noch Strom. Das habe ich auch vergessen. Dann ziehen wir da noch ein bisschen Strom hin. Keine Rohre, bitte Strom. So, dann verlegen die da noch die Stromleitungen. Dann ist das Ganze eigentlich vorüber. Die Mauer haben es auch noch nicht gemacht. Mein Gott. So, dann hätten wir den Raum auch fertig. Was wollte ich da reinmachen? Einen Gruppenraum. Den muss ich dann noch einrichten. Da bräuchte ich Programme. Jetzt können wir mal gucken. Keine Ausrüstung. Da bräuchte man einen Stuhl. Stellen wir mal ein paar Stühle rein.
6 Stück müssten reichen. Ich brauche aber noch 7. 7 Stühle. Brauchen wir da noch ein Pult? Oder wie sieht das aus? Keine Ausrüstung. Ah ja, benötigt Stuhl. Keine Ausrüstung. Irgendwie muss das doch funktionieren. Jetzt blockiert das hier alles wieder, weil hier kein Servomotor drinnen ist. Da muss natürlich auch wieder mit Strom verbunden werden. Weißt du was, wir machen das jetzt alles auf, damit das schneller geht, sonst hängen wir morgen noch da. Und dann können wir auch schon den Servomotor anschmeißen. Die Frage ist, kann man den hier ausschalten? Verbindungen entfernen, okay. Das heißt, wir können alle Verbindungen neu machen, aber das will ich gar nicht machen. Dusche wird auch zu klein, wie ich schon gesagt habe, wir müssen eine neue Dusche bauen. 60 Gefangene. Aber echt viel zu viele. Ja, denen gefällt das. Guck mal, wie es denen gefällt hier. Die machen ja Sport. Die laufen hier rum. Die Klos, die stehen da auch noch rum. Können hier noch ein bisschen Klohürdenlauf machen. Und dann werden die ein bisschen fitter und so. Eine Bank. So, wann fängt das Ganze denn an jetzt hier? Ach, das wird in der Krankenstation gemacht. Jeder Gefangene benötigt ein Krankenbett. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Krankenbetten. Und wieder Schlägerei. Ist doch kein Wunder hier. Alter, da geht's richtig ab. 2 Tote. Oh mein Gott. 2 Tote. Ich muss den Notfall rufen. Paramedic. Riot Police. Direkt hier rein. Die Riot Police. Es ging so schnell, da kannst du nicht reagieren. Und dann knallt's hier einfach. Alter, die ticken alle aus, Mann. Die sind schon alle unterwegs. Die Riot Police. Guck mal, wie schnell die da war. Die bleiben jetzt da stehen, damit die ein bisschen Angst kriegen. Weil es geht ja nicht, dass die sich hier prügeln ganze Zeit. Um was ging's denn da schon wieder? Dass die sich immer prügeln müssen, das kann doch nicht sein. Dann finden die da bei denen auch noch was. Ach, die haben sich wahrscheinlich um den Alkohol gestritten oder so. Ja, das geht nicht, dass sie sich hier streiten um Alkohol und so. Das geht überhaupt nicht, ey. Da landen ganz viele Leute in der Isolationszelle. Tut mir leid, Freunde. Euer Tag ist gekommen. Auch ihr müsst in die Isolationszelle kommen. Bauen wir mal ein paar Isolationszellen. Alter, was ist denn das schon wieder los? Ihr drei bleibt hier oben. Die Paramedics, die kümmern sich um die Leute hier. Bitte einmal.